Es geht weiter nach kurzer Unterbrechung. Der rote M3 hat sich gedreht und ist angeschlagen unten. Irgendwo bei Posten 11, 12. Und jetzt geht's weiter. In der Gruppe N, A und F. Da geht aber die letzte Zeit, das habe ich Ihnen schon gesagt, 1,50 am Stand steht jetzt mit der Nummer 2. Ach, das war wahnsinnig. Nein, das ist jetzt der silberne Opel Astra von Edgar Engelhardt aus Frankis Krumbach, also von Beruf und mit dem NSC Rostein unterwegs, Nummer 54. Da ist ein Helmut Knoblich. Knoblich führt im ersten Lauf vor dem österreichischen Schweiger aus der Steiermark. Vor einem guten Ritter, der hat den Herr Witzer von Günther Holter. Das wird noch ein... Ja, das ist fast der... Hier also der Chef der Truppe, Helmut Knoblich aus Ried-Leimerstadt mit dem Peugeot 306. Wird jetzt eine tolle Revanche werden. Wohnschlager mit 1,35, 7,27, Gesamtelfter mit 3,11, 9,49. Und der Knoblich, Dieter Holzer, der ist im ersten Lauf Vierter gewesen, hinter Rixberg und vor Waldi Junior. Fischer im Ziel mit 1,30, 1,36, halbe Sekunde gewonnen. 3,00794 mit der Schachnummer, mit der Nummer 71 auf Gesamtrang 4. Alle Achtung, Fröhl. Und jetzt werden wir sehen, Knoblich, und wir waren gespannt. 1,30er Zeit von Fischer, und er war im ersten Lauf. Eine gute Leistung. Ah ja, jetzt kommt eine Mannschaft, jetzt kommt Schweiger. Ein Angriff, schafft er es nicht. Der Steirer aus der Kussberg. Jetzt oder nicht? Schweiger oder Knoblich? Das ist jetzt die Frage. Martinek, kennen wir Engelhardt? 1,37,980 mit der Nummer 74 hat sich verbessert. Ist 1,37,395. Knoblich, 54, 104 ist er überhaupt gesamtführender momentan. Schachnummer 75. Nummer 81 gestanden, das ist Fritz Müllbachler. Peter Holz im Team mit 1,31,448. Der Kurt Rindsberger, er könnte das Zügeln an der Waage sein mit der Nummer 83 auf Platz 3. Hinter Knoblich und Schneider und vor Holz und Baldi. Gesamt 15. 312-336 unterwegs Müllbacher, unterwegs Ritzberger. Wald im Ziel mit 1,35,753, Gesamt 312-085, eine ansprechende Leistung. Und jetzt warten wir noch auf Müllbacher und auf Ritzberger. Und hier ist mit der Nummer 85 ein sehr schönes Auto am Ablauf. Ein Mitsubishi Evo 8 mit Achim Krein am Steuer. In der Klasse A. Hören wir das. Schweiger 1,28,498 insgesamt dritter. Man konnte Knoblich nicht mehr abfangen. 2,56, 6,48 gewürfen. Schon endlich Helmut Knoblich. Aber okay, jetzt ist unterwegs Achim Krein und am Tag steht und jetzt gestartet ist die Nummer 87. Ritzberger. Ritzi? Krämer mit einem 46,61 um einen Zehntel verbessert.
Spülbacher mit 1,43, 1,21 und jetzt kommt wieder unser Senior. Jetzt kommt wieder Sepp Kohler, ist schon unterwegs. Spülbacher um eine Sekunde, Rittberger ist gleich geblieben. 1,29, 9,44, damit ist der Peter Krobig und Steiger Dritter. Basel war im ersten Lauf schnellster in der Kategorie OSK bis 1400 Kubikzentimeter vor Rosemeyer, Lassner, Handstanger und Reschitzenker, der ein bisschen enttäuscht mit Lassner, das ist vom Hans, mehrere Zeit über Rittberger. Redet man davon, sendet die Sonne schon die Strahlen. Klein 1,31,675, zusammen 10. mit 3,04,170. Und Rittberger Gesamtsechster. Andreas Lahn aus Kirchdorf, Suzuki, den Geld unterwegs. So. 87 Hinter mit einem 24. Alfred Hilger mit der Startnummer 87 ist Gesamtführender mit seinem BMW. Und jetzt kommt der laute Master. Der Abstand war gering. 1,31, 1,31, 1,31, 9. Da kann sich hier noch was entscheiden. Zwischen Fasern und Rosemeyer. Das muss sich hier was entscheiden. Und mit der Nummer 99 jetzt Oliver Handstanger aus dem Kristall. Das ist der Vorteil, dass ich schneller geworden und 4 Tempo war von dem 3,13,7. Basel 1,30, der auch das Gelände hochkriegt. 1,30,8,8. 0,8 und jetzt noch dazu 1,30 1,4 Sekunden schneller sein. Resultate 1,4,3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 ,
Thank you.
Herr Seyert mit seinem Peugeot erstmals bei einem Bergrennen ist, habe ich schon erzählt, Fachlehrer bei der HTL Gürtelstraße Linz. Emilio Pisano ist langsamer geworden. Ja, da wieder keine Chance drauf. Das ist Heiko Fiasch aus Daleoben mit einem Opel E-Kadett. Ja, Marco hat vor Pisano die Klasse bis 1600 gewonnen. Grosso war im Ziel mit 1,27,981. Auch sehr sauber mit 2,55,668. Am Gesamt fünfter Stelle. Ich sage jetzt immer die Gesamtplatzierung, weil es leicht ist im Überblick. Man kann jetzt die Karten nicht heraus dividieren in der Eile. Martin Kollinger aus St. Ruprecht an der Rad, Rafen mit seinem Automeister Golf Nummer 123 gestartet. Der hat Lago 1,23. Und Peter Pfeiffer aus Perg mit seinem Renault Clio, der nächste auf der Piste. Er ist bereits unterwegs im Rennen. Die Zeit der Landl haben wir schon, da kennen wir auch Bier und Kollinger und Pfeffer sind unterwegs. Frank Heider, Fieberhofer 1,49,290, mir fällt auf, jetzt in dieser Phase werden einige um eine Spur langsamer. Vielleicht weil es so kürzer wird, die bald gelernt sind. 125 Stefan Klammer. Wieder Nummer 126 Hermann Blasl mit seinem schönen Opel Kadett DKT. So, Fiasch 1,29,682 ist 2 Zehntel schneller. Mit 2,59,518 als 10. Gestand hier Hermann Blasl. Eckhardt natürlich und über 200 PS hat mit der Nummer 128 Manfred Platzer, der Flambo wieder mit seinem schnellen BMW. Kollinger 31, 639, Gesamt 21. mit 3,04. Flambo Platzer, Rosbauer, Blasl und Fiasch. Es wird eine interessante Begegnung. Kollinger und Fiasch und Blasl ist noch unterwegs. Pfeffer 1,34,758 und gestartet ist Gottfried Reisinger aus Erikshausen in Deutschland mit seinem und gestartet ist, oder unten steht Vinzenz Kreuzleitner, der Zimmer aus Erikshausen mit dem Ford Gabbard Kosse. Heider 1,37,436 genau in jetzt also Kreuzleitner. Der Felix, sagen seine Fans, der Felix Beiler und mit seiner neuen Autofarbe, die ich übersehen Felix, der Wittbach-Verbauer aus Haslau 14. Der ist der König und mit einem Landedeckter in die Galle und der Blasl 1,30,237 ist langsamer geworden, Gesamtzehnter mit 2,59,196. Blasl schneller geworden, 1,24,649. Christian Kübel gestartet, Blambo Platzer mit 2,50,439, momentan Gesamtvierter. Christian Kübel aus Buchbach, Niederösterreich, ist unterwegs und 30er Uhr 1,30,559 mit 3,00,420 Gesamt liegt er auf Platz 15. Ja, mit Felix im Ziel ist. So, 100, oh, jetzt sehen wir hier schon, Dieter Höller. Dieter Höller
Leider nicht mehr mit dabei. Großleitner 31, 1,50 insgesamt, 12. mit 2,59. Wie war es hier so? Dieter Höhner und die Zeit von Taylor. Taylor noch einmal schneller geworden. Der Schütze aus der Steiermark mit 2,39, 8,61 hat er die Führung übernommen. Ist Gesamtführender Dieter Höhner unterwegs. Höhner war im ersten Lauf hinter Taylor, zweiter vor Strobel. Eberlehm jetzt unterwegs mit Strobel, in der Zwischenzeit wartet mein Kollege, der Uli, bereits ganz scheiß auf das Netz seines Bergkampfs. Uli, viel Vergnügen Ihnen, meine Damen und Herren, und alles Gute für Sie, Uli. Höhner ist die schöne Team mit 1,20, 7,7, 3,3, Heißbahn ist alles ganz super knapp. Ist jetzt nicht der Cup der Gruppe H auf der Servier der Klassensicher von der 50 Kubikzentimeter. Denn es führt nicht Jürgen Hetzberger, der Mann, der die Klassensiege sammelt, so wie andere Leute ihre Briefmarken zu Hause. Denn Jürgen Lieber, der 28-jährige Projektingenieur im weißen Tier, 127 Sportfischer, das ist genau um 76 Hundertstel Sekunden. Ja, da schauen wir natürlich gespannt auf, wie sich dieses Match hier entwickelt, während hier Franz Weißer bereits auf die Strecke gegangen ist mit dem 1,3 Liter Puder mit dem 16 Kilo und Jörg Lieberle ist bereits im Spiel mit 1,35, 1,86. Das heißt, er kann seine 1,34 ein nicht wiederholen. Und jetzt ist auch oben Robert Bauer im blauen VW Polo mit der Startnummer 225. 1,36,499 gibt für eine Gesamtzeit von 3 Minuten 24,275. Und Rückstand 2 zu 4 Kopfgeber. Das ist der gewonnen hat, sich hineingehört in die Division 1 des KW Bergkampf der Gruppe H. Und da haben wir es noch mit einem Nachzügler zu tun. Mit einem der bärenstarken Kostis, nämlich mit der Startnummer 442, wenn das richtig ist. Also sind auch bei den schnellen Leuten und Detlef Bayer ist im Ziel mit dem Fiat Rhythmo Corse. Er fährt eine fast identische Zeit zu seinem ersten Lauf, nämlich 1,38,065, also die 228. Detlef Bayer, er fährt 1,38,065, gibt gesamt 3,16,102. Und jetzt Jürgen Hessenberger, sensationell unterwegs gewesen mit dem Fiat 127 Martini Racing. 1,33,172, gibt gesamt 3,07,348. Und super gefahren auf Franz Weißborn im 16 Kilo Polo im orangen Auto, 1,26,835. Gesamtzeit für ihn 2,53,950. Und der Franz, der weiß natürlich, dass es dann auch in der Zwischenzeit Reinhard Schönberger auf einem weiteren VW Polo und Repunkt mit dem Mini. Also der Klassensieger der 50er Klasse geht zunächst einmal an die Startnummer 230 an den schnellen Rottsaler Bademeister Jürgen Hetzberger. Seine Gesamtzeit 307,348. Und weiter geht's mit Jörg Völker mit der Startnummer 275 in Suzuki Swift. Alexander Strobel ist oben, 1,22,218. Gibt den Gesamt 2,44,796 und das ist natürlich dieses Geräusch, was wir alle gar nicht gerne hören, denn das bedeutet jetzt Unterbrechung in der Klasse des 1,3 Liter Hubraum und wir warten natürlich auf die Meldung, die wir bekommen über den Streckenfunk und von der Rennleitung. Die Rennleitung ist bereits gestartet und ist bereits unterwegs.
Sekunden in etwa, Gesamtzeit von ihm jetzt 309,146, also 309,146 für die Klassenwagen 259. So, es geht weiter, denn Jörg Völker ist leider der Suzuki-Motor hochgegangen. Er hat sehr viel Pech dieses Jahr. Und auch Hans Jörg Klaas ist einer derjenigen, die eine 1,27er Zeit aus dem letzten Wochenende ganz genau 1,27er Zeit. Das ist der Gruppe H und auch Sponsor dieser Serie. Mit der 289 Peter Naumann, der Drittplatzierte nach dem ersten Durchgang, der fuhr 1,27,396, sein Rückstand aus dem zurück und das heißt auch hier die Entscheidung ganz, ganz eng in Qualitätsab der Gruppe H. Und das ist es ja, was Motorsport ausmacht, die Faszination, diese Leistungsdichte. Das ist das ja, was wir alle sehen wollen und vor allem die Schneider, die 318 und 318. Das kommt genauso wie der Dorsch Blaser, zweitplatziert in dieser Klasse. Nach dem ersten Durchgang, nach der ersten Auffassung, der genau mit 1,28,196. Ja, Gerhard Moser, er kann sich also nicht verbessern, er ist etwas abgerutscht sogar in der Zeit auf 1,28,966, Gesamtzeit 2,56,334. Da ist der Kampf weiter, jetzt auf dem nächsten Durchgang. Wie er verlassen hat, das ist die Frage. Unterwegs mit der 327 auch Helmut Mayer, Mitglied des MSC Rotteneck und eine Stückchen Motorsportgeschichte hier in unserer Passauer Ecke, in unserem Raum mit dem Spielzeug, mit dem gelben Auto. Hans-Jürgen Klaas ist oben auch hier ein bisschen langsamer geworden, 1,28,660, insgesamt bei 56,411. Das ist ganz sicher rangekommen, bis auf 21 Sekunden. Peter Naumann, der liegt natürlich voll vorne mit, er steigert sich auf 1,26,527 in der Region Polo. 1,26,527 ist Zeit Nummer 289. Das ist im Moment der Gesamtrang Nummer 8 im gesamten Klassement und das mit einem Gruppe H-Auto mit lediglich 1,3 Liter Hubraum, also gut ab vor dieser Leistung. Valentin Schneider, da liegt ihm etwas wirklich nicht Programm und nicht wunschgemäß, denn der wird sich schon gerne 5 Sekunden verschlechtern. Valentin Schneider, 33,38. Und Helmut Mayer, der zittert uns jetzt nach 1,26, 1,27 an, nämlich 1.